Erst hieß es ja, dann hieß es nein und jetzt gibt es doch grünes Licht für die Rattenfängerampel in Hameln. Jawohl, alle Infos und wie es dazu gekommen ist, lest ihr natürlich ausführlich hier in unserem Online-Artikel. Ja, und warum eine Rattenfängerampel? Das muss ich ja jetzt nicht wirklich erklären, oder? Schließlich hat Mainz auch sein Mainzelmännchen auf der Ampel und Augsburg den Kasperle. Na, da kann doch Hameln auch den Rattenfänger auf eine Ampel bekommen. Und im Herbst soll es dann soweit sein. Hier am Rathaus in Hameln am Kastanienwall, da gibt es den Straßenübergang zur Altstadt und genau hier soll sie dann strahlen, die Rattenfängerampel. Und das könnte dann ungefähr so aussehen. Der Schönheit halber und weil ich es cooler finde, habe ich in diese Videomontage auch mal das Rote eingefügt. Angedacht ist aber nur, das Grüne hier auszuwechseln an dieser Ampel. Zurzeit arbeitet ein Grafikbüro daran, dieses grüne Glas zu entwerfen und nach einer Prüfung soll es dann angebracht werden. Was haltet ihr davon? Seid ihr Fan von der Rattenfänger-Ampel-Idee oder sagt ihr, ne, das ist doch Quatsch? Schreibt das mal ruhig unten in die Kommentare und alles Weitere zur Rattenfänger-Ampel lest ihr natürlich wie immer. Ganz klar, bei der DWZ, beste Zeitung.